Ankunft in unserem Außenposten, der mittlerweile richtig groß ist. Unfassbar viele Techniker, die dort arbeiten, die Gas fördern noch und nöcher für unsere Gasvorkommen hier, die wir nutzen. Das Gas nutzen wir hier für den Bau weiterer Luftschiffe und wir können das auch exportieren in die Heimat, nach Bullstadt, und dort Gaskraftwerke betreiben damit und dadurch wiederum unsere Industrie vor Ort noch produktiver machen. Da können wir ganz viele Sachen machen. Da können wir zum Beispiel beginnen, in den Regionen, die weit von der Küste entfernt sind, wo es Schwierigkeiten gibt, genug Öl über die Schienen, auf dem Schienenweg hinzutransportieren, dort Gaskraftwerke vor Ort bauen, wo die sich das Gas dann einfach aus dem Lager holen und die müssen sich das nicht als Öl in den Kraftwerken auf dem Schienenweg vom Ölhafen holen, sondern können einfach ganz normal auf dem Landweg in das nächstgelegene Lagerhaus ansteuern, sich doch die Gasflaschen holen. Dann können wir auch in entlegenen Gebieten im Innenland, im Binnenland zum Beispiel, unsere Erzvorkommen exzessiver nutzen und viel mehr Eisen, Kohle, Gold, was auch immer gewinnen. Sehr verlockend. Da können wir und wir haben alle Gasvorkommen hier geclaimed. Die KI hat keins abbekommen. So, jetzt sind wir hier. Und entladen erstmal, was wir haben. Und die Leute brauchen auch gleich Neueres. Wir hatten eben festgestellt, wir haben ein Pemmican-Problem potenziell. Ein potenzielles Pemmican-Problemchen. Zurück. Hierhin bitte. So, Pemmican. Pemmican gewinnen wir im Augenblick, wenn ich das richtig im Kopf habe, durch den Import von hier. Mal schauen, wie das ist, was wir hier so alles haben. Vor Ort gibt es Konsumgüter, Pemmican ohne Ende. Es wird auch gar nicht abtransportiert. Wir haben hier in der Stadt Folgendes. Wir schauen uns das mal an über die neue Produktionsstatistik und schauen uns mal, heißt die Insel Naak hier. Das ist ja cool. Hier wird automatisch, wenn wir über der Insel Naak die Statistik aufrufen, zu der richtigen Insel die passende Statistik aufgerufen. So muss es sein. Das gefällt mir. Wir produzieren hier Rentierfleisch vor Ort. Kohle. Blau ist Nachfrage, grün ist Produktion. Kohle importieren wir. Wir produzieren alles, aber das ist alles sehr ausbaufähig. Hier können wir noch nachsetzen. Also wir haben hier vor Ort beim Pemmican. Vor Ort 3 Rentierjagdhütten, 1 Walfängerei und 3 Pemmican-Räuchereien. Das Verhältnis ist 1:1 bei Jagdhütten und Pemmican. Und Walfängerei haben wir nur eine, weil dir der Anschluss hier unten so ein bisschen schwierig war. Haben wir genug Walöl hier? Knapp. Also erstmal sollten wir mehr von dem Pemmican überhaupt abtransportieren. Wir haben ein Schiff, das ja immer hin und her fährt. Und das ist anscheinend... hier. Das ist die Miriam. Da müssen wir ein bisschen an der Handelsroute arbeiten. Hier muss mehr Pemmican abgeholt werden. Deutlich mehr. Spielstand gespeichert. Ach, wir holen hier nur das Rentierfleisch ab, weil wir nicht genug Walöl haben und wandeln das dann zu Pemmican um auf der Hauptinsel. Okay, das können wir machen. Das macht Sinn. Dann machen wir das anders. Dann wandeln wir das um in landwirtschaftliche Produkte, in Rentierfleisch. Laden hier, entladen. Dort.
macht Sinn. Mhm. Jetzt schauen wir, dass wir hier oben noch mehr... Also, wir sollten die Pemmican-Produktion... Da sollten wir ordentlich draufsatteln. Wir gehen mal in die Gesamtproduktion rein und schauen, wenn wir bei allen Inseln sind und bei Pemmican, wie viel wir hier produzieren und wie hoch der Bedarf ist. Also, wir produzieren im Augenblick etwa nach dem Bedarf. Das passt so. Aber das wird auf Dauer nicht genügen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass hier viel mehr Rentierfleisch produziert wird und auf der Hauptinsel mehr Pemmican. Vorher, damit wir das nicht vergessen, checken wir nochmal ganz kurz unser Luftschiff. Laden noch ein paar mehr Güter ein, die wir hier oben brauchen. Stahlholz. Also, Rohmaterialien, Baumaterialien, Holz bitte einladen. Stahl haben wir ja selber nicht mehr so viel. Pemmican, Schlafsäcke. Öllampen. Und hier wird jetzt mehr Rentierfleisch produziert, bitteschön. Und dafür müssen wir die Reichweite unseres Heizofens erweitern. Denn die verbrauchen richtig viel Platz hier, die Rentierhütten. Wir müssen also einen zweiten bauen. Und das bedeutet auch, dass wir mehr Kohle hier hinbringen müssen. Im Augenblick haben wir hier vor Ort eigentlich ganz gut. Aber das wird sich ja gleich schwinden. Das wird uns wahrscheinlich auch vor Ort angezeigt. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir verlängern die Straße, die wir hier haben, ins Nirgendwo, da hinten hin. Einfach nach hinten. Hierher. Dann setzen wir einen weiteren Heizofen in die Mitte. Sagen wir mal hier hin. Der braucht jetzt erstmal Kohle und die bekommt er geliefert. Hier ist ein Schlitten, schaut mal, hier fährt ein Schlitten ab, seht ihr den? Der fährt rüber zum Kontor und holt sich das da ab. Der wird eine Weile brauchen, bis er angekommen ist. Und eine Polarwacht können wir hier auch schon mal hinsetzen. Müssen wir warten, bis das hier angeschlossen wird. Wir gehen wieder bei unserer Luftballon gucken. Entladen, was wir an Bord haben. Haben sicher wieder Gas, was wir mitnehmen können. Oh, wir haben genug Gas für das nächste Luftschiff. Sehr schön. Klasse. Das freut mich sehr. Und fliegen hier wieder runter, hier hin. Die Frage ist nur, ob wir genug Einfluss haben. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, weil wir haben ganz viel gerade investiert in die letzte Zeitung. Hatten wir nicht nur irgendwo eine Quest offen? Oder werfe ich was durcheinander? Da hatten wir das schon. Die El Halo Quest hatten wir. Wir haben keine offen im Augenblick, nein. Alles gut. Jetzt gehen wir mal schauen. Hier stellen wir Luftschiffe her. Das nächste braucht die Gasflaschen.
5 Einfluss, die haben wir. Wir haben plus 10 Einfluss oben in der Ecke zu sehen, kein Problem. Wir können ein drittes Luftschiff bauen. Und damit können wir auch die Transporte automatisieren zwischen der zwischen den beiden Inseln. Da haben wir ein drittes Luftschiff, das können wir dann flexibel einsetzen für alles und jedes. Und wir hätten ein automatisiertes Luftschiff, das wir schon im Betrieb haben, das zur alten Welt und zur Arktis immer hin und her fährt und pendelt. Und ein Luftschiff, das zwischen den beiden Siedlungen in der Arktik hin und her pendelt, automatisiert. Und wie gesagt, das dritte, das wir völlig frei einsetzen können. Das ist sehr schön. Das ist klasse. Das freut mich sehr. Jetzt sind wir hier. Entladen. So, und gehen was an, nämlich den Bau des nächsten Luftschiffes. Luftschiff Nummer 3 wird gebaut und braucht ein kleines bisschen, bis es fertiggestellt ist. Läuft, funktioniert. Bau läuft. Einen Sammelpunkt bestellen wir noch, wo die Luftschiffe immer hinkommen sollen. Natürlich hier. Da bitte schön hin. Alles klasse. So, und jetzt schauen wir mal, ob auf der anderen Insel das klappt mit dem Rentierfleisch. Das wird ein Imperium von Luftschiffen. Henry Ford, du kennst dich mit Fahrzeugen aus. Da hast du recht. Also, ist hier mittlerweile Kohle da? Ist da. Es läuft. Das heißt, wir können hier oben für mehr Rentierfleisch sorgen. Rentierjagdhütten, genau. Heizung geht bis hierhin. Eine hier. Oh, die nimmt im anderen Platz weg. Das geht ja gar nicht. Habe ich mich gerade verklickt. Eine, jetzt die zweite. Da fehlt es uns an Arbeitskräften. Wir brauchen mehr Leute vor Ort. Doof, da müssen wir erstmal noch ein paar Hütten bauen, bitte. Wenn wir Hütten bauen, was passiert dann hier? Schalten wir dann neue Bedürfnisse frei? Ja, Schlafsäcke demnächst. Ist dann halt so. Muss man durch. Dann brauchen wir auch eine Kantine hier oben. Und ein paar Häuschen, wenn ich bitten darf. So, jetzt haben wir mehr Arbeitskräfte. Und jetzt bauen wir noch eine weitere Rentierhütte. Oder da. Hier hin, legen hier eine Straße rüber. 90 nur noch. Oh Gott, da ist auch gar keine Verbindung. Geht doch. Neuer Stadtstatus hier, Lager. Sehr schön.
Und das ist die zweite Rentierhütte. Und jetzt noch eine dritte, bitteschön. Dafür brauchen wir auch noch ein paar mehr Einwohner. Wobei, wenn wir Schlafsäcke hinschicken, können die bestehenden auch ausbauen. Das heißt, wir schnappen uns wieder unser Schiff hier, die Miriam, und sagen ihr, bitteschön, hol in Bullenkälte Schlafsäcke ab. Und nimm mal welche mit. Ess mal 6. Und entlade die bitte auch wieder. Und dann nehmen wir eines unserer anderen Schiffe. Chippy zum Beispiel oder Argo. Geht schneller. Und und laden ein. Nehmen wir 50 Schlafsäcke als Grundstock mit. Und gehen auch mal schauen, was wir dort oben ansonsten brauchen, was wir mal einlagern sollten. Nee, das war hier. Baumaterialien, ja, Bretter werden benötigt. Das ist eigentlich okay. Einfach nur Bretter mitnehmen, das reicht. Vielleicht Kohle wird eventuell zu wenig geliefert, wissen wir noch nicht so richtig. Baumaterialien, ordentlich Bretter bitte mitnehmen. Und das war's dann schon. Und dann sagen wir in dem hier, dem Schiff, dem Luftschiff, hab ich dich, da, dir. Dir sage ich, lad mal bitte ein für oben. Noch einmal keine automatische Handelsroute. Wir wären dann so weit. Kohle können wir nochmal einlagern. Also nehmen noch mehr Kohle mit. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. So, so machen wir das. Und da geht es rüber und bitteschön hierhin. Mit dem Schiff hier können wir jetzt den Slot leer machen. Stattdessen noch irgendwas anderes mitnehmen, was uns notwendig erscheint. Sollte aber so okay sein. Die nehmen wir mit und bringen die jetzt bitte, fahren hier hin und entladen dann alles. Die fliegt rüber, ist jetzt angekommen, entlädt ebenfalls. Ein Blick in die Zeitung und wir fahren wieder zurück oder wir können auch schon mal Gasflaschen mitnehmen. Fahren bitte schön hierhin zurück. Dann werfen wir einen Blick in die Zeitung. Nein, das geht ja gar nicht. Sorgen dafür,
dass die Nachrichtenlage ein bisschen positiver aussieht. Und ja, haben damit fast alles geschafft. Wann ist das nächste Luftschiff fertig? Zwei Drittel des Baus fertig. Dauert nicht mehr lange. Können wir uns darauf freuen. Gehen hier wieder hin. Und haben hier eine Rentierjagdhütte. Noch eine Rentierjagdhütte. Wir wollten noch eine bauen. Mittlerweile müssten wir auch genug Arbeitskräfte haben, weil da Schlafsäcke geliefert werden. Wir improvisieren mal ein bisschen, ziehen das hier. Nee, das wird nicht klappen. Können noch einen hier hinten hinsetzen. Kommt darauf an, wie lang die Straßen werden. Also ich glaube, mehr als drei Rentierhütten von einem Heizofen aus zu versorgen, ist schwierig. Ist nicht ausgeschlossen, aber schwierig. Oh, das sieht gut aus. Ja, klappt. Einen hier oben hin. Hier unten hin. Zauberhaft geht beides. Da können wir hier unten sogar noch ein paar Hütten hinsetzen. Ohne dass es da Problemchen gibt. Müsste hier ein Schiff mittlerweile angekommen sein, nämlich der Chippy, Chippy Robby, und entlädt Kohle, Bretter, und jetzt haben wir viele Schlafsäcke vor Ort. Jetzt können die Leute hier noch größer werden. Jetzt haben wir ja drei neue Rentierzüchtereien hier, oder wie immer die heißen, Rentierjagdhütten. Die werden nicht gezüchtet, die werden bejagt und gejagt. Das heißt, die Anzahl die Rentierproduktion wurde verdoppelt und das kann man jetzt wiederum umsetzen für eine weitere Räucherei für Pemmican oder wie immer diese Gebäude heißen auf der Hauptinsel. Woher habe ich das große dunkle Schiff? Ich vermute, du meinst unser Piratenschiff. Das hatten wir mal von den Piraten gekauft, glaube ich. Irgendwas in der Art. Lieber Povi. Wir schnappen uns wieder die Miriam. Die Miriam. Ah, ja, ja. Ich glaube, wir müssen doch umstellen auf ein Dampfschiff. Das ist so. Sie transportiert vor allem sehr viel Rentierfleisch hin und her. Ich habe den Verdacht, die bekommt das hier gar nicht mehr entladen. Ja, das ist der Grund. Das heißt, wir müssen dringend in die Rentierproduktion hier einsteigen. Wir werfen. Ja, genau, das machen wir. Wir gehen hier rein und schauen bei den Verbrauchsgütern nach, bei Pemmican. Wir haben hier drei Pemmican-Räuchereien. Wir haben jetzt drüben drei weitere Jagdhütten gebaut, können hier also jetzt drei Räuchereien hinsetzen. Das mit dem Walöl müssen wir gleich nochmal checken, ob wir das irgendwie nachbauen. So. Eine Pemmican-Räucherei hier hinten. Die können wir sogar ganz eng nebeneinander stellen. Neben das Lagerhaus hier. Wie viel Platz nehmen die weg? Die kann man auch sicher drehen. Aha. Einmal. Zweimal. Mal gucken, ob das straßenmäßig ausreicht. Müsste eigentlich.
mit Heizofen und solchen Sperenzchen, alles kein Problem. Jetzt kriegen wir, glaube ich, noch eine daneben gequetscht sogar und dann hätten wir alle hier gebaut. Klasse. Und das wiederum bedeutet allerdings, dass wir die Lagerhalle ausbauen sollten, damit es hier keine Probleme gibt. Und jetzt ist noch die Frage, ob wir genug Walöl haben. Ich finde, mindestens eine Walfängerei sollten wir noch bauen. Und die könnten wir dann bauen auf dieser Insel. Hier müsste eigentlich noch Platz sein. Ich glaube, Walöl wird schon hier auch immer weggebracht. Nee, der jammert kein Schiffchen. Wie viel Walöl ist denn hier vor Ort? Unmengen. Ist das nur für die Eigenproduktion? Gehen wir da oben mal sortieren. Tatsächlich. Das wird hier gar nicht abgeholt. Nee, das ist die neue Insel. Doch, es wird abgeholt. Wir holen Walöl ab und versorgen die Leute mit dem Notwendigsten. Das heißt, wir liefern dahin Pemmican und Kohle. Die kriegen die hier geliefert. Pemmican haben sie zuhauf. Kohle auch. Wir haben noch genug Arbeitskräfte. Das heißt, wir können auf jeden Fall etwas weniger Pemmican dorthin schicken. Ihr lacht vielleicht, das war nur eins weniger, aber das sind 20% weniger. Das ist eine ganze Menge. Und jetzt schauen wir noch, dass wir hier mehr Robbenfängerei 1. Lager ist voll, das wird gar nicht abtransportiert, das Schiffchen reicht nicht aus. Das ist die Insel Polarwächter und wir haben an Routen hier diese Handelsroute, die von Marcel befahren wird. Mal schauen, was das Problem ist bei Marcel. Entschuldigt bitte, dass ich das so offen sage. Mal schauen, was die Marcel so macht. Sie fährt wieder hoch, hat immer noch Robbenfälle an Bord und kriegt das Zeug nicht abgeliefert. Genau. Weil der Bedarf noch nicht, die Nachfrage noch nicht groß genug ist hier. Da ist unser neues Luftschiff. Da ist es. Das dritte Luftschiff ist da. Schaut mal. Da ist es. Die Luft Boulogne und unser neues Schiff Hesperos 2. Das ist der Winterkönig. Wir haben unser drittes Luftschiff geschafft. Klasse. Ja, gut. Dann reicht das mit dem Walöl vielleicht auch einfach aus, dass wir einfach immer sagen, hier, mal schauen, wir beobachten das mal mit dem Walöl. Wir lassen mal alles, wie es ist. So. Zu Beginn des nächsten Streams, denn das war der für heute, zu Beginn des nächsten Streams werden wir unsere neuen Luftschiffe anders verteilen. Im Augenblick, jetzt haben wir, vorher hatten wir zwei, jetzt haben wir drei, das haben wir, wir haben unsere Luftschiffflotte ver 50%-facht. Wow, wir haben ein weiteres Luftschiff. Wir haben unglaublich viel erreicht heute, echt. Wir haben also wir haben ja weniger Story erlebt und wir haben mehr vorangespielt. Wir haben echt in den 3,5 Stunden, die wir hier gemeinsam verbracht haben, eine Menge erreicht. Haben jetzt ein weiteres Luftschiff, könnten zum Beispiel die neue große Insel, wo wir die Gasvorkommen bekommen, jetzt automatisch mal anfahren lassen von dem Luftschiff. Könnten wir machen. Und ich glaube, wir haben alles halbwegs gut ausbalanciert im Augenblick. Also ich sehe im Augenblick keine Schwäche, irgendwas, was wir übersehen hätten. Alles gut gemacht. Hat riesen Spaß gemacht. War echt eine schöne Sache heute, fand ich.